bin ich. So weit mal ausgesehen. Klein, ziemlich klein. Stute! Was ist das? Это я. Bin ich das? Это не я. Das bin ich aber nicht. Это какая-то девчонка с бантом. Das ist ein Mädchen mit einer Schleife. Что она держит? Was hält sie in der Цветы? Hand? Blumen? Она кто, школьница? Was macht sie? Geht sie in die Schule? Странная. Sehr komisch. Das bin ich mit 10. Als ich bei meinem Onkel gewohnt habe, da habe ich auch die Nichte kennengelernt. Ich glaubte an eine bessere Zukunft, alles war schön. Это не я. Das bin ich nicht. Это я. Oder bin ich es doch? Я сижу в темной комнате. Ich sitze in meinem dunklen Zimmer. И смотрю на аквариум с рыбами. Und schaue mir die Fische an. И при этом задумчиво улыбаюсь. Und ich lächle nachdenklich. И мне нравится сидеть в моей темной комнате одной. Und es gefällt mir, allein in meinem dunklen Zimmer zu sitzen. Weite Blicke und Symbole aus. Wenn Sie Hunger haben, dann wühlen Sie nach Bakterien. Wenn Sie Besuch erwarten, dann
Dann tanzen Sie einen Vorführungstanz. Wenn Sie sich fortbewegen, dann springen Sie wie Frösche. Wenn Sie müde sind, dann stellen Sie sich Rücken an Rücken auf. Und wenn Sie dann schlafen, dann schlafen Sie stehend Rücken an Rücken. Петра, 11 Jahre. Ja, Thomas, mir 27. Ich bin Ernst, 73 Jahre alt. Оптимус, мне 5 лет. Мэрилин, 28. Арина, 28. Ich bin Харуйо, 3655 Jahre alt. Also,
bist du lieber eine schöne Blume oder eine böse Hexe? Алсу, кем бы ты хотела быть, прекрасным цветком или злой ведьмой? Я сырая картошка. Ich bin eine rohe Kartoffel. Женя, warum bist du denn so dick? Жень, почему ты такая толстая? Я вчера проглотила целый поезд. Weil ich gestern einen ganzen Zug verschluckt habe. Harry Potter ging nicht in die Schule, weil auf einem Zauberbesen geritten ist. Das stimmt doch alles gar nicht. Ist doch in die falsche Schule gegangen. Harry Potter war nicht совсем обычно. Harry Potter war nicht so wie alle Kinder. Другие его просто не любили. Und die anderen haben ihn einfach nicht gemocht. Здесь находится моя кровать. Здесь находится кровать моего брата. Hier steht mein Bett und hier steht das Bett meines Bruders. Рядом с моего брата стоит стул. Daneben steht ein Stuhl. А рядом со стулом стоит пальма. Und neben dem Stuhl steht eine Palme. Около моей кровати висит лев. Über meinem Bett hängt ein Löwe. А около кровати брата висит кошка. Und über dem Bett meines Bruders hängt eine Katze. Also ich wohnte mit meinem Bruder in einem ganz kleinen Zimmer mit Doppelbett. Aber da war eine riesengroße Kommode und ein riesengroßer Schrank. Die haben sich natürlich immer wieder gestritten und sich in Haare gehabt, weil da so wenig Platz war. Konnte mich doch gar nicht leiden. Und dann haben sie sich dann noch weiter gestritten. Der Platz, den hatte ich dann nicht, mein Bruder, und diesen Doppelbett. Und ich mich, und die haben sich dann noch mehr gestritten. Und es, die wohnten in der Trabantenstadt in einem märkischen Viertel. Hier habe ich ein Fenster mit Balkon. Und hier steht ein Computertisch mit einem Computer. Also, dann haben sie auf einmal so einen riesengroßen Fernseher hineingepackt. Der war wirklich riesengroß.
Dann wollten wir Spielfilme sehen, Lieblingsfilme und Fußball- und Actionfilme. Dann haben sie sich gestritten. Und dann hat mein Bruder und seine Freundin ausgezogen aus dem Haus. Здесь у меня находится дверь с выключателями. Und hier habe ich eine Tür mit einem Schalter. А здесь находится большой-большой шкаф с тремя полками. Und hier steht ein riesiger Schrank mit drei Fächern. Mein Zimmer ist durchsichtig. Es kann verschiedene Formen annehmen. Alle Möbel sind formbar und ändern sich ständig. Die Wände können sprechen und fühlen. Sie merken, wenn es mir nicht gut geht. Ich kann mit den Wänden sprechen über meine Gefühle und meine Probleme. Wenn ich Kummer habe, sprechen die Wände mit mir. Und schon geht es mir wieder gut. Als dann mein Bruder ausgezogen ist, die Wände waren so dünn wie Pappe. Und die Nachbarn haben sich dann immer aufgeregt, hast da so wenig Platz. Und die haben sich geärgert. Und die haben sich dann immer noch eine Haare bekommen, weil sie dann ein ganz kleines Bett reingestellt haben. Und die haben sich dann immer noch geärgert. Die waren dann nie zufrieden. So wie ich mich erinnert habe. Здесь у меня находятся две розетки. Здесь висит телевизор. Hier habe ich zwei Steckdosen. Und hier ein Fernseher. А на тумбе музыкальный центр. Steht ein Nachttisch mit einer Musikanlage. Моя комната очень необычная. Она волшебная. На стене у меня висит волшебное зеркало. Но это вовсе не зеркало. Это портал в другое измерение. А в другой комнате у меня лежит скатерть самобранка. А еще мне на кровати висит радуга, которая может снять и самые плохие сновидения. А еще на полу у меня лежит ковер-самолет. А радуга, которая свисает у тебя над кроватью, может тебя отправить в реальный мир. Mein Zimmer ist außergewöhnlich. Das ist ein Zauberzimmer. An der Wand hängt ein Zauberspiegel, durch den man in ein anderes Zimmer wandeln kann. Da gibt es ein Zaubertischtuch. Neben meinem Bett hängt ein Regenbogen, der deine Albträume wegnimmt. Auf dem Boden liegt ein fliegender Teppich. Auf dem Regenbogen kann man nach draußen ins Leben rutschen. Thank you.
Als ich zum ersten Mal in die Schule ging, war ich die glücklichste Person auf der Welt. Ich wollte richtig lernen. Und im Klassenraum waren ganz kleine Tische mit kleinen Luftballons. Also, ich hatte keine Schultüte. Hatte keine Schultüte. Sondern einen schweren Autounfall. Und ich musste ein halbes Jahr im Krankenhaus so richtig lesen, sprechen, schreiben, nochmal machen. Und nach einem Jahr war ich wieder draußen. Als ich in diese normale Schule ging, hatte der Lehrer Vorurteile und musste keine Behinderten. Hab mich richtig behindert zweiter Wahl gefühlt. Das war auch sehr niedrig. Мне вообще не был подарок на 1 сентября, потому что я попал в аварию и только спустя полгода пошел в школу. Als ich dann weiterging, merkte ich, dass auf dem riesen Sandkasten ein Klettergerüst war und aus Seilen. Und in der ersten Klasse hatte ich eine Lehrerin, die konnte sehr gut Ziehharmonika spielen. In der zweiten Klasse bekam ich dann eine Einzelfallhelferin. А в первом классе у меня была учительница, которая прекрасно играла на баяне, а во втором уже у меня появился дюйм. Сама первая учительница, ее звали Ирина Тихоновна. Я ее очень сильно любила. Meine allererste Lehrerin hieß Ирина Тихоновна, und ich hatte sie sehr gern. Also, als mich der Lehrer gekommen ist, da konnte ich gar nicht leiden. Wir hatten Schwierigkeiten. Dann hat ihn der Wut gepackt und hat mich rausgeschmissen. Dann hat man mich strafversetzt auf eine Lernbehinderung. Da konnte ich dann ganz normal leben. Aber ich denke immer, dass der Lehrer mich rausgeschmissen hat. Und diese Vorurteile waren schlimm. И, в общем, из обычной школы меня выкинули, и я попал в коррекционную школу. Там уже был полегче. Im Sportunterricht konnte ich damals nicht die Schleife. Was ich am wenigsten mochte, war, wenn meine Mitschüler sich gegenseitig verletzten. Mein Schulranzen war dunkelblau. А еще мне не нравилось, когда мои классы подрались между собой, а раньше я был темно-синий. В 1993 году, когда я пошла в первый класс, для меня очень важное событие произвело. Это когда люди захватили Белый дом. Im Jahr 1993, als ich in die erste Klasse ging, hat man das Weiße Haus gestürmt. Я думала, что в нашей стране начнется война. И постоянно спрашивала об этом у мамы. Und ich dachte, es kommt ein neuer Krieg bei uns im Land. И когда мама мне сказала, что в нашей стране не будет войны, ich habe ständig meine Mutter gefragt, ob jetzt ein neuer Krieg kommt. Aber Mutter sagte, es kommt kein Krieg und ich war beruhigt. У меня не было первого школьного дня. Когда мне было 6 или 7 лет, я плохо говорила. Ich hatte keinen ersten Schultag. Когда мне было 6 или 7 лет, я плохо говорила. Als ich 6 oder 7 Jahre alt war, hatte ich große Redeschwierigkeiten. Мама принимала психолог.
Und meine Mutter sollte einen Psychologen beauftragen, damit er mit mir Sprechen und Schreiben übt.
меня в комнате на стене висел лев. In meinem Zimmer an der Wand hing der Löwe. Сначала я этого льва любила очень сильно. Am Anfang hatte ich ihn sehr gern. Сзади у льва был карман. Hinten am Rücken hatte er eine Tasche. И я в этот карман складывал всякие конфеты und ich и другие предметы. И вешал его обратно. Und dann habe ich ihn wieder an die Wand gehängt. Потом снимал этого льва. Dann nahm ich ihn von der Wand, и вытаскивал из кармана конфеты и всякие другие предметы. Raus. Но вот однажды, когда я заболела, einmal, als ich krank wurde, лев меня стал пугать. Hatte ich Angst потому vor diesem что он со мной заговорил. Weil er zu mir gesprochen hat. И я побежала на кухню к маме. Und ich bin zur Mutter gelaufen. Mama, und ich sagte, Mama, Mama, der Löwe spricht mit mir. Но мама мне не поверила, что лев со мной заговорил. Aber die Mutter glaubte mir nicht, dass der Löwe mit mir spricht. Я этого льва начала бояться все сильнее и сильнее. So hatte ich richtig Angst vor diesem Löwen. Если мне надо было зайти в комнату за какой-нибудь игрушкой, wenn ich ins Zimmer musste, um ein Spielzeug zu nehmen, habe ich das Licht angemacht, trat ins Zimmer, nahm das Spielzeug und быстро побегала из комнаты und lief ganz, ganz schnell weg. И вот однажды, когда мои родители ушли, und eines Tages, als meine Eltern я сняла льва со стены, nahm ich den Löwen von der Wand. Und dann habe ich diesen Löwen vom Balkon geschmissen. Давным-давно у мамы родилась девочка, очень-очень хорошая. Es war lange her, da kam ein Mädchen auf die Welt. Ein hübsches Mädchen. Das Rotkäppchen. Она все время ходила в своей красной шапке и даже не спала. Sie hatte immer das Käppchen auf und sie schlief sogar damit. Вместе с ней росла шапочка. Das Rotkäppchen wurde größer und das Käppchen wuchs mit ihr. Когда красная шапочка приходила с мамой на детскую площадку,
на прогулку. Als das Rotkäppchen draußen spielte, haben sich andere Kinder über sie lustig gemacht. Ну кто же ходит в шапке? Weil sie immer das Käppchen auf hatte. Потом красная шапочка выросла, пошла в школу. Ученики тоже над ней смеялись. Dann ging das Rotkäppchen in die Schule und die Kinder haben sich wieder über sie lustig gemacht. Однажды у нее заболела бабушка. Eines Tages wurde ihre Oma krank. Und ihre Mutter schickte sie zum Einkaufen, um der Großmutter etwas zum Essen zu bringen. Красная шапочка взяла у мамы деньги, большую сумку. Das Rotkäppchen nahm eine große Tüte und ging in den Laden. Пойти в магазин за едой. Вышла она из дома и пошла в магазин. Сначала она ничего не замечала. Но потом... Am Anfang hat sie nichts gemerkt, aber dann plötzlich hat sie einen grauen Wolf gesehen. Красная шапочка испугалась. Сначала, но потом, не обращая на волка никакого внимания. Am Anfang hatte sie Angst. Aber dann hat sie den Wolf ignoriert und ging in den Laden. Das Rotkäppchen war beim Einkaufen und der graue Wolf folgte ihr. Das Rotkäppchen hat alles bezahlt und ging zu ihrer Oma. Красная шапочка пошла в дом бабушки, вошла в него. Das Rotkäppchen trat ins Haus und der Wolf blieb draußen. А волк остался во дворе. Красная шапочка сидела в доме бабушки долго-долго. Das Rotkäppchen war ziemlich lange bei der Oma. Es war schon spät und das Rotkäppchen musste nach Hause. Als sie draußen war, hat sie sich Gedanken gemacht, was wohl mit dem Wolf geschehen sein mochte. Что она на что-то наступила своими ногами. Draußen hat sie etwas gespürt unter ihren Füßen. Это оказалось волчьей шкурой. Das war das Fell des Wolfes. Красная шапочка сначала смирилась, что поборола свой страх. Ну а потом ей просто стало жалко, что волк Am Anfang akzeptierte das Rotkäppchen, dass sie keine Angst mehr haben sollte. Aber dann tut es ihr doch leid, dass der Wolf nicht mehr da war.
хочу в школу. Я поступила в педагогический колледж номер 17. На первом курсе я училась хорошо, а со второго курса меня отчислили. Ging ich in die pädagogische Hochschule Nummer 17. Im ersten Studienjahr habe ich gut studiert, aber im zweiten Jahr wurde ich rausgeschmissen. Ich habe in der Schule gelernt. Hauswirtschaft. Ich will arbeiten. Wo ist meine Arbeit? Komm zurück, meine Arbeit. Ich will lernen. Was ist das, Mutter? Ich habe heute doch eine Prüfung. Aber mein Arm ist gebrochen. Sag bitte der Lehrerin, dass ich nicht schreiben kann und dass ich meine Englischprüfung mündlich ablege. Когда меня отчислили со второго курса, я устроилась работать курьером, но это временно. Als ich rausgeschmissen wurde, ging ich als Kurier arbeiten, als Ausbilder. Aber als der angestellte Kurier zurückkam, musste ich weg. Я все время работала. Я получила диплом по труду. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Ich habe mein Zeugnis bekommen. Ich will putzen, damit es sauber wird. Freust du dich auf dein Zeugnis, Alicia? Was machst du nun weiter? Gehst du jetzt arbeiten oder studieren? Ich weiß noch nicht, wie es mit mir weitergeht. Vielleicht passiert ja gar nichts. Я хочу работать. Я сдала экзамен по труду. Ich habe Prüfungen abgelegt. In Hauswirtschaft, Mathematik und Russisch. Ich habe gut gelernt. Ich habe Fenster gereinigt. Komm zurück, meine Arbeit. Ich will putzen. Nach der Schule habe ich mir wieder den Arm gebrochen. Aber jetzt den linken. Es ist mir immer noch peinlich, dass ich die Schule nicht beendet habe. Warum denn, Mutter? Versteht doch, die letzten Klassen waren sehr kompliziert und wir haben beschlossen, dass wir müde sind. Dann ging ich wieder arbeiten, und ich wieder als Kurier. Und ich sollte große Geldsummen und Dokumente austragen. Und einmal habe ich die große Geldsumme verloren. Und ich wurde gekündigt. Und ich blieb zu Hause, und mein Benehmen wurde immer schlechter und schlechter. Gegenseitig die linke Hand und drehten uns beide um die eigene Achse. Der eine drehte sich mit dem anderen mit. Hasta la vista. Шалом. Шалом. На три. Сейчас. Шалом.
Es wird immer leiser auf den Tribünen. Die Zeit des Wunders geht zu Ende. Auf Wiedersehen, unsere liebe CDU. Geh zurück in deinen Zauberwald. Arrivederci, mein liebster Opa Piotr. Wir haben immer zusammen Tee getrunken. Ich vermisse dich sehr. Ich konnte mit dir besser reden als mit meinen Eltern. Sei nicht traurig und lächle zum Abschied. Erinnere dich an diese Tage. Wünsche uns, dass unsere Träume in Erfüllung gehen. Und wünsche uns allen ein Wiedersehen. Hasta la vista, Michael. Du Kraft, Gabne Kraft, die seelische Kraft, Herr, durchzuhalten. Du hast mir die Kraft gegeben. Dankeschön. Arrivoir, Antonina Nikolaevna. Arrivoir, Antonina Nikolaevna. Я вас очень сильно любила. Я много времени с вами проводила. И то, что у меня скопилось на душе, я могла вам прийти и все это рассказать. Ich hatte sie sehr gern. Und ich habe viel Zeit mit ihnen verbracht. Und ich konnte ihnen alles erzählen, was mir auf der Seele lag. Lass uns einander Erfolg wünschen. Und Glück und Liebe ohne Ende. Das olympische klangvolle Echo bleibt in Herzen und in Fersen. Arrivoir, Andrei, du warst mein bester Freund. Wieso bist du kein Freund mehr? Ist etwas passiert mit dir? Goodbye, Papa. Goodbye, Papa. Er ist nicht mehr da. Ich liebte ihn sehr. Arrivederci, Mama, ich vermisse dich. Es war eine tolle Zeit, wo ich als kleines Kind war. Freunde nehmen Abschied. Aber die Zärtlichkeit bleibt im Herzen. Wir werden dieses Leben nie vergessen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wie sieht unser Erderwärmung? Wollte lieber einen Kreis dann? Wie stellt ihr die Welt mit Maschinen und Robotern vor? Was ist das für eine Zukunft? Wie sieht unsere Arbeit aus, wenn Roboter und Maschinen die Welt bevölkern oder sowas? Seit euch die Klimaerwärmung, stellt ihr euch vor, dass die Sonne immer heißer wird und die glüht? Warum ist die Welt groß? Das ist Sascha Vinogradov. Er ist meine Vergangenheit. Привет. Hallo. Привет. Hallo. Тебя как зовут? Wie heißt du? Меня зовут Саша Виноградов. Ich heiße Sascha Vinogradov. А тебя как зовут? Und wie heißt du? Меня зовут Женя. Ich heiße Женя. Саша, мы будем с тобой дружить. Werden wir Freunde, Sascha? Да, будем. Ja, wir werden Freunde. Только я не такой, как все. Aber ich bin etwas anders. Nicht so wie die anderen. Ich habe das Williams-Syndrom. Ja, ich bin auch etwas anders. Nicht so wie die anderen. Sascha, у тебя есть друзья?
Hast du Freunde, Sascha? Нет, у меня нету друзей. Nein, ich habe keine. А у тебя есть друзья? Und du, Женя, hast du Freunde? Нет, у меня нету друзей. Nein, ich habe auch keine. Саша, мы будем с тобой дружить. Lass uns Freunde werden, Sascha. Да, будем. Ja, Женя, gut. Каспер ist meine Zukunft. Это привидение. Каспер ist ein Gespenst. Каспер, как и я, хочет, чтобы в мире не было войны. Каспер möchte, dass es keinen Krieg gibt. Чтобы люди никогда друг с другом не ссорились. Und dass die Menschen nie miteinander streiten. И не обижали друг друга. Und nie einander beleidigen. Чтобы люди всегда-всегда жили в мире. Каспер möchte, dass alle Menschen im Frieden и в доброте leben. Und gut zueinander werden. Чтобы люди понимали друг друга и уважали. Er möchte, dass alle Menschen einander gut verstehen und respektieren. Вот что хочет Каспер, то что и я. Das will Kasper und das will ich auch. Schauten herum, aber überall war es Totenstille. Da überlegten sie sich, was sie machen könnten, um die Totenstille zu beenden. Sie gingen weiter und weiter und weiter und trafen auf ein fremdes Wesen. Ich bin Froschke und komme von einem anderen Planeten. Ich weiß aber noch nicht, was ich hier bei euch machen soll. Ich bin von einem anderen Planeten
heruntergefallen. Ich komme mit euch mit. So gingen sie gemeinsam los. Da wunderte sich der Frosch. Ihr springt ja so wie ich. Seid ihr auch Frösche? Nein, wir sind Sumo und Ätna. Willst du unseren Vorführungstanz sehen? Au ja, darf ich mit tanzen? Und er tanzte mit. Worauf hast du denn jetzt Lust? Fragte Ätna. Wir wollen uns ausruhen. Und so ruhten sie sich aus. Kann man im Spiegel vergleichen, das ist wunderbar. Nun, die beiden sind ein Traum. Nun sehen wir diese Familie, familientreu, mit deutscher Seele, in russischem Humor. Was heißt heutzutage glücklich zu sein, feinfühlig? Man sieht sie, eine Mutter geht mit der Kinder so, zur Schulweihe, sie wird gerade eingeschult, sie sind so glücklich. Das gefällt mir, wenn alle so wären. Hier haben wir das Zauberwesen. Ein russischer Zar und deutscher Dichter in einem. Wir vereinen heute die Zukunft hier im Raum. Das ist der Dichter
mit deutschem Humor. Pussy Schönheit sind hier beide drinne. Wo die Schönheit gibt, gibt es auch die russische Freundschaft. Doch. Ach, Maria. Hier kommen wir zu der neuen Star-Tour der Zukunft. Es ist eine schöne Tänzerin und er ist ein guter Mann. Wenn man ihn zu Leben bringt, kann er tanzen, schön jubeln. Aber Sie sind ein ganz gutes, neue Kultur erwacht mit ihm. Ich habe noch jemanden vergessen, den ich besonders mag. Mein verehrter Künstler, der immer da ist, Justin Bieber! Ein Mann der neuen Hoffnung. Er tanzt überall. Die Bar leider nicht. Er ist aber auch der Harry Potter der Zukunft. Für alle Jugend und wo sie auch herkommen, sie sind immer dabei. Harry Potter, Justin Bieber auf ein Denkmal, das kann man nicht merken. Aber er wird sie immer dran erinnern. Zwei Seelen in einer Brust ist besser Kultur, die hier bei uns heranwächst. Aber da, ich habe mein Liebling gesehen. Sie ist natürlich Aphrodite, die Schönheitskönigin des Nils. Ihre Nase, sie hat sich hierher geschmuggelt. Wo schmuggelt man sich hinein? Schwer kann sie doch nicht sein. Habe ich sie wieder erkannt? Oh ja. Aber sie ist einfach traumhaft schön. Aber ich weiß, vor langer Zeit, dass ich nur noch von darüber geschlafen habe und dieser Albtraum nicht mehr los werde. Aber sie ist ein göttliches Wesen. Ich muss mal sehen, ob das auch echt sind, die Haare. Aber sie ist eine Traumfigur für alle Zeiten. Doch nun bekommen wir unser Schicksal, ob wir nun alt, jung oder eine Blüte der Reifen sind. Das magische Zauberwürfel, kann man den? Ich sagte immer, wir sind nicht alt, wir sind nicht jung, wir sind in der Reife geschworen, des schönsten Weines. Man wird sich irgendwann erbieben, man ist so schrecklich, manchmal auch komisch, dann bringt das Ding in eine andere Dimension. Wo du auch bist, da ist dein Schicksal, ob man so verliebt ist oder nicht. Darum muss ich den Würfel einsperren. Dann sind wir nachher alle nur noch jung und träumen. Das war's. Dankeschön. Ja.